Die Ermittlungskommission Dämmerung der Krefelder Polizei bekämpft in der dunklen Jahreszeit die hohe Zahl der Einbrüche. Sie bearbeitet jeden einzelnen Fall, um ein genaues Bild davon zu bekommen, wie die Täter vorgehen und sie im besten Fall dingfest zu machen. Die steigenden Einbruchszahlen bundesweit haben auch in Krefeld dazu geführt, dass man letztendlich so eine Art Taskforce bilden wollte, um gegen die Wohnungseinbrecher vorzugehen. Es sind überörtliche Täterbanden, die ihr Unwesen treiben, und es war erforderlich, da mit entsprechender Manpower vorzugehen. Und wir haben Personal erstmalig eigentlich in dieser Art aus allen Direktionen der Polizei zusammengezogen hier in Krefeld und zum 01.09.2012 erstmalig diese EK eingerichtet. Heute Abend sind Sie mit mehreren Teams im Einsatz. Was wird heute Ihre Aufgabe sein? Ziel unserer Einsätze ist immer, dass wir Einbrecher möglichst auf frischer Tat auf ihrer Anreise oder auf ihrer Abreise schnappen. Wir werden in den Wohngebieten verdeckte Streifen machen, Zivilstreifen, Fußstreifen, und ihnen einfach vorstellen, wie wir versuchen, diesem Wohnungseinbruchsproblem Herr zu werden. Mit wie vielen Teams sind Sie unterwegs? Heute sind wir mit 4 Teams unterwegs und wir werden uns dann gleich aufteilen. Beliebte Einbruchsziele liegen vor allem dort, wo die Einbrecher schnell über die Autobahn flüchten können. Das weiß auch die Polizei, die in ihren Zivilfahrzeugen insbesondere günstig gelegene Wohngebiete kontrolliert. So manches Mal konnte sie dadurch schnell zur Stelle sein und die Täter festnehmen. Was können Sie den Krefeldern für Tipps geben, wie sie sich verhalten sollen, um sich besser vor Einbrechern zu schützen? Also wir können nur immer Dinge wiederholen, die wir seit vielen Jahren auch schon sagen. Schließen Sie Fenster und Türen ab. Täuschen Sie Betriebsamkeit im Haus vor. Also wenn Sie ein dunkles Haus haben, macht es Sinn, irgendwo eine Lampe aufzuhängen mit einer Zeitschaltuhr oder im Garten irgendwas mit einem Bewegungsmelder. Einbrecher sind in der Regel lichtscheues Gesindel und mit Beleuchtung können Sie schon eine ganze Menge verhindern. Wenn Sie irgendwas sehen, scheuen Sie sich nicht, die 110 zu rufen. Nutzen Sie das Beratungsangebot unseres K-Vorbeugung. Das ist kostenfrei. Wenden Sie sich an Ihre Polizei hier in Krefeld, vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Letztendlich kommen die Mitarbeiter auch zu Ihnen nach Hause und geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihr Objekt optimal sichern können. Und das sind Teilbereiche, die wir anbieten können. Die Ermittlungskommission Dämmerung besteht jetzt im zweiten Jahr. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, dass die Arbeit erfolgreich war? Ja, wir haben in einigen Bereichen unsere Arbeitsabläufe optimiert. Wir haben mit der Aufklärungsquote eine erhebliche Verbesserung erzielt. Wir haben zahlreiche Großverfahren geführt, führen sie immer noch, und wir haben auch diverse überörtliche Einbrecherbanden hier mit unseren Maßnahmen und natürlich auch mit den Hinweisen aus der Bevölkerung stellen und dem Gericht zuführen können.